Hallo zusammen, in diesem Video soll es um die Eintragung in T-Konten gehen. Zunächst wollen wir aber noch etwas wiederholen. Ihr wisst noch vom Beginn des Jahres, dass jeder Unternehmer zum Beginn des Geschäftsjahres und zum Ende eine Bilanz aufstellen muss. So, diese Bilanz wird aber über das Jahr hinweg durch ständig auftretende Geschäftsfälle immer wieder verändert. Und weil diese Veränderungen die Bilanz wirklich tagtäglich mehrfach verändern und das zu ständigen Schmierereien in der Bilanz führen würden, weil ständig die Beträge nicht mehr stimmen, geht das natürlich nicht. Denn die Buchführung muss immer sauber und ordentlich sein. Und deshalb hat man sich darauf geeinigt, dass die Bilanz in ihre einzelnen Konten aufgelöst wird. Hier seht ihr zwei Beispiele. Warum diese Konten T-Konten heißen, das ergibt sich, denke ich, von selbst. Und erinnert euch dran, diese T-Konten haben zu Beginn des Jahres immer ihre Anfangsbestände eingetragen bekommen. Zum Beispiel erhält das Konto Fuhrpark mit den 35.030 Euro seinen Anfangsbestand auf der Sollseite. Auf der Sollseite deshalb, denn es ist ein aktives Bestandskonto. Das Konto Verbindlichkeiten erhält seinen Anfangsbestand auf der Habenseite, denn es ist ein passives Bestandskonto. Dieses Vorgehen vom Beleg über die Vorkontierung hin zum Buchungssatz, das kennt ihr bereits. Der letzte Schritt vom Buchungssatz hin zur Buchung, also der Eintrag in die jeweiligen T-Konten, dieser letzte Schritt, der soll jetzt Thema in diesem Abschnitt sein. Dazu verwenden wir einen Beispielgeschäftsfall. In diesem Fall geht es darum, dass die Bargeldeinnahmen des Tages in Höhe von 400 Euro zur Bank gebracht werden und in das Geschäftsbankkonto eingezahlt werden. Wenn ihr hier jetzt eine kleine Wiederholung haben wollt, dann drückt kurz auf Pause und versucht den Buchungssatz dazu selbst aufzustellen. Der Buchungssatz dazu lautet Bank 400 Euro an Kasse 400 Euro. Und nun gehen wir dazu über, diesen Buchungssatz, diese Anweisung, die in dem Buchungssatz drin verpackt ist, in die jeweiligen T-Konten einzutragen. Dazu benötigen wir natürlich die entsprechenden T-Konten. Das heißt, wir benötigen hier das Konto Bank und das Konto Kasse. Denn beide kommen in diesem Buchungssatz vor. Das Eintragen in die T-Konten ist auch gar nicht so schwer, wenn man vorher die Buchungssätze bereits verstanden hat. Denn das Wichtige ist, der Buchungssatz gibt uns bereits die Eintragung in die T-Konten vor. Das bedeutet, dass jeder Eintrag, so wie er im Buchungssatz auftaucht, auch im Konto auftauchen muss. Was ist damit gemeint? Alles, was im Buchungssatz auf der Sollseite steht, muss auch im T-Konto auf der Sollseite stehen. Und alles, was im Buchungssatz auf der Habenseite steht, muss auch im T-Konto auf der Habenseite stehen. Und damit ergeben sich die folgenden Einträge. Im Konto Bank, das ja auf der Sollseite des Buchungssatzes steht, muss also auf der Sollseite des Kontos dieser Buchungseintrag stehen. Und im Konto Kasse, weil das Konto Kasse auf der Habenseite im Buchungssatz steht, muss also
der Konteneintrag auf der Habenseite passieren, und zwar folgendermaßen. Diese Konteneinträge haben immer ein ganz bestimmtes Aussehen. Und zwar wird immer der Geschäftsfall mit seiner Nummer eingetragen. Also sehen wir uns diesen Buchungssatz hier an. Dann haben wir hier die Nummer des Geschäftsfalls, die Nummer 1. Dann taucht immer das sogenannte Gegenkonto auf. Das Gegenkonto gibt an, auf welchem Konto denn dieser Betrag noch auftaucht. Und der Betrag wird angegeben. Wichtig, immer mit zwei Nachkommastellen. Schauen wir uns das hier drüben noch einmal an. Das Konto Kasse taucht auf der Habenseite im Buchungssatz auf. Deshalb wird das Konto Kasse auf der Habenseite berührt. Der Konteneintrag muss also auf der Habenseite stattfinden. Hier wird die Geschäftsfallnummer eingetragen, dann anschließend das sogenannte Gegenkonto, also das Konto, auf dem der Betrag noch auftaucht, und der Betrag selbst. Fassen wir noch einmal das Wichtigste zusammen. Es ist wichtig, dass der Wert, der im Soll gebucht wird, auch genauso groß ist wie der Wert, der im Haben gebucht wird. Das nennt man Doppik. Das ist das Prinzip der doppelten Buchführung. Der Betrag, der auf der einen Seite auftaucht, muss insgesamt genauso groß sein wie der Betrag, der auf der anderen Seite auftaucht. Außerdem ist der Buchungssatz und die Buchung in die T-Konten von der Systematik her gleich aufgebaut. Es gilt immer Soll an Haben, der wichtigste Grundsatz im Fach BWR. Das heißt, ich habe auf der Sollseite im Buchungssatz die Bank stehen, deswegen muss ich ins Konto Bank auf die Sollseite springen. Hier trage ich die 400 Euro ein, vermerke noch die Nummer des Geschäftsfalls und das Konto, auf dem der Betrag noch auftaucht. Das können wir aus dem Buchungssatz sehen, das ist das Konto Kasse. Im Buchungssatz steht das Konto Kasse auf der Habenseite, deshalb springen wir in das Konto Kasse auf die Habenseite, tragen dort den Betrag ein, vermerken die Geschäftsfallnummer und tragen außerdem das Gegenkonto ein. Das Gegenkonto zeigt an, wo dieser Betrag noch vorkommt. Das sehen wir, das ist das Konto Bank. Das könnt ihr nun als Hefteintrag so komplett übernehmen und in der nächsten Zeit werdet ihr Gelegenheit haben, Übungsaufgaben zum Eintragen in die T-Konten noch durchzuführen. Viel Erfolg damit. Bis bald.